Mike Heiter äußerte sich bei Instagram nun zu seinem Promi-Big-Brother-Heiratsantrag an Freundin Leila Lahoua und offenbarte, was er über die Fake-Vorwürfe denkt. Der Heiratsantrag von Mike Heiter an Leila Lahoua im Halbfinale von Promi Big Brother rief viele Hater und Kritiker auf den Plan. Der 32-Jährige musste sich im Netz bislang viele Vorwürfe gefallen lassen. Während manch einer meint, dass die Verlobung nur dafür gedient hätte, um mehr Zuschauerstimmen zu bekommen, werfen andere dem Paar vor, den Antrag von Anfang an geplant zu haben. Auch Ex-Freundin Kim Virginia Hartung, 30, äußerte via Instagram Zweifel, während Containerkollege Max Kruse in der Late-Night-Show ebenfalls betonte, den Zeitpunkt des Antrags ungünstig gefunden zu haben. Und was sagen Mike und Leila nach der Show zu all dem? Schon mehrfach betonte das Paar, überglücklich über die Verlobung zu sein. Mike Heiter will nach eigenen Angaben ohnehin geplant haben, seiner Freundin zeitnah die Frage aller Fragen zu stellen. Während einer Fragerunde wurde der 32-Jährige nun von einem Follower auf den Vorwurf angesprochen, das Ganze nur für Aufmerksamkeit und Fame gemacht zu haben. Hattest du keine Angst, dass dir der Antrag als Fame-Wollen unterstellt wird? Wollte ein User von dem Reality-TV-Star wissen. Und er reagierte eindeutig. Er teilte als N-Wort ein Video, in dem es auf Englisch, du redest über mich allen möglichen Scheiß, den du willst. Es ist mir scheißegal. Außerdem sei es keinesfalls von Anfang an geplant gewesen, dass er Leila bei Promi Big Brother einen Antrag macht. Glaub mir, hätte ich das gewusst, wäre der richtige Ring da gewesen, stellte Mike klar. Scheint also, als sei es Mike völlig egal, dass er für seinen Antrag im TV kritisiert wird. Und die Hauptsache ist schließlich, dass er und Leila Lahoua glücklich miteinander sind. Der Rest kann den beiden völlig egal sein.